Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich werde euch in diesem Video erklären, wie ihr das hier freischaltet, komplett Epona und dazu noch, wie ihr die Sommerhausquest freischaltet. Denn jeder, den ihr fragt, absolut jeder sagt, ja, wenn du nach Epona kommen willst, musst du halt die Sommerhausquest erledigen. Das Problem ist dabei, wie bekommt man die Sommerhausquest? Und das werde ich euch alles in diesem Video erklären. Ich werde hier ein bisschen rumreiten und werde ein paar Aufgaben erledigen. Stallaufgaben, hier Milch rausbringen und sowas. Und ein paar Rennen machen. Also, dass ihr schon einen kleinen Einblick habt hier rein. Falls ihr Epona noch nicht freigeschaltet habt, solltet ihr hier in Silverglade wahrscheinlich Dutzende von Quests haben. Und eine davon bringt euch weiter. In Silverglade oder bei Marley, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube in Silverglade, müsst ihr eine Quest erledigen. Die hat noch gar nichts mit der Sommerhausquest zu tun, aber diese eine bringt euch weiter. Und wenn ihr die richtige Quest erledigt habt, sollte hier beim Huelde-See, genauso wie es bei mir ist es wiederum das Rennen, sollte hier ein gelbes Ausrufezeichen aufploppen. Und wenn das geschieht, könnt ihr den Freudentanz machen. Denn das ist der Jackpot, das braucht ihr. Dann müsst ihr hinreiten, um sicherzugehen, ob das wirklich die Quest ist. Denn bei dieser Quest handelt es sich darum, dass ihr beim Silversong-Fluss ein paar Tage lang täglich fischen müsst. Wenn ihr das getan habt, dann habt ihr sie. Die legendäre Sommerhausquest. Niemand träumt heutzutage von der Quest nach Epona zu kommen, wenn man nach Epona kommen will, sondern alle sagen, oh, wann bekomme ich denn endlich diese verdammte Sommerhausquest? Und dann fällt euch nämlich ein Stein vom Herzen, weil dann habt ihr sie endlich nach langer Zeit arbeiten, nach langer Zeit suchen, nach langer Zeit Leute fragen, dann habt ihr sie endlich. Dann habt ihr die Macht über Epona. Dann kann es aber halt noch sehr lange dauern, bis ihr dann endlich Epona habt. Aber ihr habt dann wenigstens die Möglichkeit, es zu bekommen. Dann müsst ihr diese Sommerhausquest einfach nur annehmen und die dann einfach nur spielen. Dann geht alles von selbst. Alles von selbst. Und ich sage euch, es lohnt sich. Epona ist nicht nur riesig, also so riesig ist es auch nicht im Vergleich zu Silverglade oder so, aber Epona ist wunderschön. Ihr habt jetzt ja auch die Einblicke ein bisschen gesehen. Ja, Stallarbeiten ist jetzt nicht so spektakulär, aber ihr Hillcrest ist richtig schön. Die Sonneninseln hier sind richtig schön. Der Sumpf mit den kleinen Inseln ist richtig schön. Die Rennen sind cool, obwohl es, glaube ich, nur zwei gibt. Ja, nur zwei. Dieses Isländer-Rennen ist richtig cool, das ihr nur mit Isländern machen könnt. Ihr könnt neue Pferde kaufen hier, die Isländer. Diese Kollegen hier und auch diese überarbeiteten. Man kann über Epona echt nicht meckern. Deswegen will, glaube ich, auch jeder nach Epona. Ich habe auch sehr lange gewartet, bis ich Epona endlich freigeschaltet habe, weil es einfach so ein tolles Gebiet ist. Und ich sag euch, es gab überall, wo ich Videos geschaut habe, gegoogelt habe, random Leute in Star Stable gefragt habe, so verzweifelt war ich schon. Alle haben gesagt, ja, wenn du nach Epona kommen willst, musst du halt die Sommerhausquest erledigen. Und ich habe mich in dem Moment so veräppelt gefühlt. Also, tut das, was ich euch gesagt habe. Befolgt meine Tipps. Es wird sich lohnen. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Falls ihr wollt, dass ich einen Rundgang durch Epona mache und alles Sehenswertes zeigen werde, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Denn das hier, dieses Gebäude hier, ist wirklich sehenswert. Genauso wie eigentlich ganz Epona. Also, ciao!